In diesem Video zeigen wir dir, wie du die Spieleraufgabe von Jack Grealish einfach abschließen kannst. Viel Spaß! Zunächst zeigen wir dir, wie du die Aufgaben einfach abschließen kannst. Danach schauen wir uns die Karte kurz an. Genau wie bei Suarez musst du auch hier wieder den Live-Foot-Freundschaftsspiel-Modus Weltstars spielen. Dieser funktioniert so wie der Maxed Chemistry Style-Modus. Das heißt, dass deine Spieler in-game auf voller Chemie sind, egal auf welcher Position sie spielen oder wie viele Links sie haben. Außerdem brauchst du hier mindestens 3 verschiedene Vereine, was aber kein Problem sein sollte. Gucken wir uns die Aufgabe genauer an. Du musst auf jeden Fall in dem Modus 12 Spiele spielen und in jedem davon einmal treffen. Wichtig ist, dass du mit einem Premier League Spieler triffst. Am besten spielst du also mit einer kompletten Premier League Offensive. Ein Beispielteam siehst du jetzt eingeblendet. Hier sind in der Offensive alle aus der englischen Liga. Von den 12 Spielen gewinnst du am besten 7, um die vierte Aufgabe zu schaffen. Bei der dritten Aufgabe musst du insgesamt 3 Tore von außerhalb des 16ers erzielen. Das ist gar nicht mal so leicht. Ein genaues Tutorial dazu, wie du das schaffen kannst, findest du in der Infokarte und in der Videobeschreibung. Die 3 Tore kannst du auch in einem Spiel machen, du musst das Spiel dazu auch nicht unbedingt gewinnen. Außerdem musst du 3 Tore per angeschnittenem Schuss mit Mittelfeldspielern erzielen. Diese müssen dazu mindestens 4 schnelle Skills haben. Einen angeschnittenen Schuss führst du mit R1 und Schuss aus. Auch hierzu findest du nochmal ein genaues Tutorial. Zu Mittelfeldspielern zählen neben ZDM, ZM und ZOM auch RM und LM. Spiel also am besten eine Formation mit vielen Mittelfeldspielern. Im Beispielteam haben alle Mittelfeldspieler 4 schnelle Skills, diese Aufgabe sollte also leicht klappen. Hierbei musst du aber in 3 separaten Spielen treffen. Die erste Aufgabe solltest du dann noch nebenbei schaffen. Hier musst du lediglich in 2 separaten Spielen eine Vorlage per Steilpass machen. Die Vorlage muss hier von einem Engländer kommen. In unserem Beispielteam sind alle Engländer, das sollte also auf jeden Fall nebenbei klappen. Die Aufgaben sind insgesamt also nicht allzu schwer und mit dem Team solltest du relativ einfach alles schaffen. Für Grealish hast du noch eine Woche Zeit. Die Karte sieht insgesamt ganz stabil aus. Er hat 4 schöne Skills, aber leider nur 3 schöne Weakfoot. Dazu ist er Engländer bei Aston Villa und ist demnach ziemlich einfach zu verlinken. Insgesamt hat er echt gute Werte für einen 10er. Das Tempo ist ausreichend, die Schussweise sind okay. Dafür hat er echt ziemlich starke Passwerte und auch Dribblingwerte sind ziemlich stark. Defensive und Physis sind eher schlecht. Mit einem Hunter sieht er richtig gut aus. Hier wird das Tempo nochmal ordentlich gepusht und auch die Schusswerte bekommen einen starken Boost. So kannst du ihn wie gesagt gut auf der 10 spielen, aber auch durchaus im Sturm probieren. Was sagst du zu der Karte? Schreib uns deine Meinung gerne in die Kommentare und lass ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.